Hallo, mein Name ist Harald, das ist Sina, das ist Sibylle. Herzlich willkommen in meiner Selbsthilfegruppe für Jugendliche und Kinder. Ihr seid wahrscheinlich hier, weil ihr Unterstützung braucht oder nicht mehr weiter wisst. Es ist gut, dass ihr euch an uns wendet, denn wir haben genug Erfahrung, wir können euch helfen. Ich habe eine Frage. Ja, bitte. Wie sind Sie darauf gekommen, eine Selbsthilfegruppe zu gründen? Das hat Hintergründe, die wir jetzt nicht weiter ausführen müssen. Und doch, bitte erzählen Sie es. Na gut. Ich war damals 15. Mein Bruder starb an Krebs. Ich dachte, Drogen seien eine gute Ablenkung. Deshalb konsumierte ich regelmäßig Morphium. Hallo? Ich brauche Hilfe. Die Selbsthilfegruppe hat mir sehr geholfen. Ich war bereits nach 3 Monaten wieder clean. Ich habe dazu auch eine interessante Geschichte. In der 9. Klasse wurde ich gemobbt und ausgeschlossen, weil ich keine Markenklamotten trug. Woher sie das Geld hat? Ich meine, sie ist in der 8. Klasse? Ja. Ey, guck mal, wer da ist. Oh, weißt du noch das eine Mal? Ja, mein Gott, Alter, sie lügen jetzt. Mein Gott. Ey, bleib mal stehen. Ey, wie siehst du denn aus, ey? Ist mal nicht so viel. Ach so, du kannst ja noch nicht mal ein ordentliches Paar Schuhe kaufen. Rossmann hatte wohl nichts Besseres am Angebot. Ganz ehrlich, geh dich einfach umbringen. Geh dir mal ein neues Leben kaufen. Sonst machen wir dir dein jetziges zur Hölle. Ha, der haben wir es gegeben. Hallo? Können Sie mir vielleicht helfen? Ich habe ein Problem. Die Gruppe hat mir sehr geholfen. Ich habe dazu viel Selbstvertrauen gewonnen. Und Sie? Was ist Ihre Geschichte? Mein Problem früher war, dass ich sehr unter Gruppenzwang litt. Ich wollte immer die Erste sein, die dazugehört und mitgelaufen ist. Und dann kamen leider auch Partys und Alkohol dazu. Hier, trink doch was. Nee, lass mal. Alles in Ordnung? Nee, ich fühle mich noch nicht so. Okay. Wo bin ich? Bei mir. Ich habe dich übrigens heute bei einer Selbsthilfegruppe eingeschrieben und du wirst auch hingehen. Kann nicht sein, dass du jedes Mal zusammenbrichst, wenn du was trinkst. Selbsthilfegruppe? Wie sehe ich denn aus? Wie ein Verlierer? Sahst du auf jeden Fall gestern. Und ich werde die Bilder veröffentlichen, wenn du da nicht hingehst. Ja, ist ja in Ordnung. Ich habe in der Selbsthilfegruppe viel über mein Problem gelernt und konnte ganz viele Erfahrungen sammeln. Und ich denke, dass sie euch auch helfen wird. Ich finde es ganz schön cool, dass ihr das hier macht. Sie geben uns damit das Gefühl, dass wir nicht alleine sind. Vielen Dank.